Hallo und willkommen zurück zur zweiten Runde Heli Chase. Wir tauschen die Rollen heute. Ich bin der Gejagte, er ist der Jäger. Los geht's. Ja, ich steig mal rein hier in meinen Heli. Wir haben wieder zwei Sichten. Diesmal seht ihr das wahrscheinlich zuerst aus Sicht des Gejagten. Und ich steig hier in meinen russischen Helikopter und werde jetzt diesmal den Ento jagen. Also jetzt wird der Gejagte zum Jäger oder der Jäger zum Gejagten. Und ja, ich bin mal total gespannt. So, und ich schalte jetzt die Uhr ein. Wo bist du denn? Bin jetzt in dem Hotel Color. Willst du mal sehen, wie viel Bums ich hab? Oh, shit! Am Ende des Tages wird nichts mehr übrig sein. Wo bist du? Bist du noch da drin? So halb. Ich hab dich gerade im Blick. Ja, das sitzt da. Oh, er hat mich gesehen. Schnell raus hier. Ja, wo ist er? Oh Mist, ich bin jetzt im Kings Tower. Mach mich da jetzt auf die Socken. Er hat jetzt übrigens, nee, hast du, welchen Helikopter hast du denn? Auch den russischen? Ich hab den russischen, ja. Okay, gut. Das heißt, du hast den gleichen, den ich hatte. Und es sollte von daher kein Defizit entstehen, ja. Gut, mal gucken, wo er ist. Oh! Da ist er! Da! Ja, haha. Ach, ich weiß, was er mal wieder vorhat. Okay. Ich will das ganze Gebäude kaputt machen. Okay, kannst du machen. Ich gehe jetzt nach oben. Da holt er sich so einen tollen Helikopter und dann tauche ich auf und mache ihm einen Strich durch die Rechnung, ne? Ja, ja. Du wirst schon sehen, mein Freund. Wir haben jetzt schon. Wir sind bei 2 Minuten, also bei Minute 2, 20. Bist du noch oben im Kings Tower? Ja, ich bin Kings Tower. Ich bin ja schon auf dem Dach sogar. Ich bin auf dem Dach, Alex. Wo ist denn der kleine Stinker? Na, da unten ist er. Ja. Wenn ich hier fertig bin, kommst du nimmer runter, mein Freund. Oh Mist, da ist er ja schon. Nein! Die hat dich knapp verfehlt um einen Millimeter, ey. Das gibt's doch nicht. So, jetzt bin ich in See Life Building. Alter Schwede! Alter Schwede! Ja, Mann, du hattest so Glück, OMG. Du hast mich eigentlich so halb getroffen sogar. Wirklich sehr schwer. Also, er stellt sich da besser dran als ich. Jetzt muss ich mal fragen, wo bist du denn? Ja. Bin unterwegs zu dir. Alter Schwede, ey, du bist gut, ey, echt. Nimmst du den Hover-Mode oder was benutzt du da? Gunner-Mode. Den was? Gunner-Mode. Ah, okay. Ich glaube, ich mach's dir zu einfach. Ich gehe jetzt mal auf die andere Seite von dem Gebäude und dann musst du ja irgendwann zu mir kommen, ne? Wo ist er denn? Wo ist er denn, der Alex? Boah, also da hinten, ey, das Hotel. Ich sehe jetzt von hier aus, sehe ich jetzt gerade das Hotel Color. Und das ist schon mega am Arsch. So, ich renne jetzt rüber in das Newcastle City Building. Juhu. Du hast mich getroffen gerade. Ohne Scheiß. Aber jetzt mal gucken, ob ich irgendwie Damage kassiere. Ja, ich kassiere Damage, aber es geht sofort weg, weißt du nicht? Du hattest auch Game Mode 0, ja? Kann sein, dass das vielleicht hier anders ist ein bisschen. Der nimmt mich ordentlich in die Mangel. So, ich glaube, ich aktiviere mal den Alarm.
Denn es wird allerhöchste Zeit, den mal einzuschalten. Alter. Du machst mir das echt schwer. Ich hätte dich schon töten können. Das war extrem viel Pech bei mir. Müssen mal gucken, ob das von der Lautstärke in Ordnung ist. Ich glaube, es ist sogar etwas leise. Ja. Wo bist du denn? Erzähl mal. Ich bin noch in der Lobby. Ganz unten. Alter, ja, du hast mich. Ja, ey, ja. Du hast mich automatisch anvisiert, ne? Ey. Ey, das war eine TV-Rakete, Mann. So sieht's aus. Boah, das war gut. Der Meister hat gesprochen. Wow, das war gut. Ja, und wir haben ein bisschen rumprobiert, bevor wir das Video gemacht haben, das letzte Mal. Alter, ich werde da immer und besser. Da bin ich nicht so ganz klar gekommen mit diesem russischen Helikopter. So haben wir das gelassen, aber wow, wirklich, also du hast so 7 Minuten 50 gebraucht in etwa. Wow, da unten stand er, ich habe dich beim ersten Schuss noch verfehlt. Ja, hammer nice, ey. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe noch geguckt, sag mal, woher kam denn gerade die Rakete? Ja, habe es ja ein bisschen zu einfach gemacht, ja. Okay, der Sieger landet hier. Der Sieger. Aber das Gebäude ist ja schon ziemlich kaputt. Also, wenn ich das jetzt so okay. Anschaue. Helikopter aus. So, das war doch cool. Also, ich hätte dich öfter schon fast gekillt. Es war so, als du rausgerannt bist Richtung, wo war das denn? Ah, Richtung City Life Building. Ich habe dich da gesehen und ich hatte nur die falsche Waffe. Ansonsten, und dann einmal habe ich dann geschossen und dann ist die ganze Kamera. Ging mir aber auch so. Welche Waffe hast du primär benutzt? Ich habe primär die TV-Rakete benutzt. Ah. Immer wenn ich wusste genau, wo du bist, habe ich die eingesetzt und bin direkt zu dir geflogen. Aber ich hätte dich schon früher killen können. Das war einmal ganz, ganz knapp, schon als du in einem Gebäude runtergeschwommen bist durchs Wasser, da ist die ein paar Zentimeter an dir vorbeigeflogen, die Rakete. Also ich glaube, das war jetzt so das zweite Video, der zweite Part in vertauschten Rollen. Ich hätte das anders gemacht, wenn ich gewusst hätte, dass du diese Raketen einsetzt. Ich glaube, dann wäre es ein bisschen schwerer geworden für dich, aber naja gut, so ist das halt. Das war es jedenfalls von uns. Es ist natürlich für uns jetzt ganz wichtig, dass ihr mal Feedback da lasst, wie ihr das findet, weil es macht uns schon wirklich sehr viel Spaß. Und ihr habt ja gesehen, ihr habt ja das Wow gesehen mit dieser Oasis of the Seas und wir haben uns überlegt, dass man das vielleicht auch dort spielen könnte, dieses Heli-Chase, dass dann der Heli irgendwie im Prinzip den Gejagten aus dem Schiff irgendwie rauskillen muss. Und ja, mich würde mal interessieren, was ihr davon haltet, beziehungsweise wir würden uns interessieren dafür. Denn das Schiff ist ja auch brennbar, das heißt, man könnte das schön entzünden und es wäre, denke ich, schon ziemlich cool. Aber gut, ihr entscheidet und deswegen wäre das ganz cool, wenn ihr Feedback da lasst. Und ansonsten würde ich sagen, genau, lasst am besten mal Feedback da, wie hat euch das gefallen, kommentiert, gebt eventuell ein Like, wenn ihr mehr davon sehen wollt und dann machen wir das auch, ja. Ja, der Alex, der killt jetzt alles hier. Wir verabschieden uns, bedanken uns fürs Zuschauen und sagen Tschüss, bis zum anderen Video. Ciao. Tschüss.